Moin Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und ich habe hier ein wunderschönes Fahrrad und an dem Fahrrad ist was verbaut, was die Fahrradwelt revolutionieren soll. Dabei soll es nicht unbedingt wieder wie immer schneller, steifer, weiter, besser, feinfühliger werden, sondern es soll einfach das Arbeiten am Fahrrad vereinfachen. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, was kann das sein? Ich sehe an dem Fahrrad jetzt nichts Besonderes. Dann müsst ihr euch nicht wundern. Es geht nämlich um ein ziemlich kleines Bauteil oder eher zwei ziemlich kleine Bauteile, nämlich das Fahrradventil. Und zwar habe ich hier zwei Schwalbe Click-Valve-Ventile verbaut. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Click-Valve, was soll das? Click-Valve ist ein neuer Ventilstandard von Schwalbe, also neben französischen Dunlop-Autoventilen gibt es jetzt noch einen vierten Standard und der macht meiner Meinung nach absolut Sinn und ich erkläre euch jetzt warum. Und zwar hat man sich bei Schwalbe gedacht, das Fahrrad aufpumpen ist teilweise schon kompliziert. Natürlich ist es jetzt kein extremes Hexenwerk, aber ich meine, ihr kennt es alle mit einem französischen Ventil. Man macht die Pumpe drauf, es entweicht immer ein bisschen Luft. Man muss es vorher aufschrauben. Manchmal ist das Ventil verklebt. Statt das Ventil aufzuschrauben, tut man direkt den ganzen Ventilkern rausdrehen. Und da hat sich Schwalbe gedacht, okay, es muss doch auch ein bisschen einfacher gehen. Gerade für kleine Kids kann das schon ein bisschen zu anstrengend sein. Und deswegen haben die sich überlegt, okay, wir brauchen ein Ventil, was super einfach funktioniert. Und um diese ganze Aufpumpthematik und das Aufpumpen halt deutlich leichter zu machen, hat Schwalbe eben halt die neuen Click-Valve-Ventile entwickelt, die einfach durch ein einfaches Aufklicken, wie der Name schon sagt, funktionieren. Das Ventil hat hier eine kleine Nut, in der Pumpe ist eine Feder in dem Pumpenkopf und braucht also einen eigenen Pumpenkopf. Und dann klickt das Ventil, es hält bombenfest, hier kommt keine Luft raus. Selbst wenn man hier rüttelt, da passiert einfach nichts. Das funktioniert einfach super, super problemlos. Und das Coole dabei, das ist absolut rückwärtskompatibel. Also ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr auf Click-Valve umrüsten wollt, eure bestehenden Ventile wegwerfen oder so, sondern es ist im Prinzip nur hier dieser kleine Pumpenkopf, der neu ist. Und wenn ich jetzt hier ein französisches Ventil habe, kann ich halt einfach das französische Ventil, den Ventilkern rausschrauben, schraub den Click-Valve-Pumpenkopf rein und bin komplett fertig. Und ich glaube, diese Pumpenköpfe, also diese Ventilkerne hier, die kosten 6 Euro oder so. Also es ist wirklich kein großer Invest. Und wenn ihr sagt, okay, ich bin mit den französischen Ventilen unzufrieden, dann ist das einfach eine super einfache Nachrüstsache. Wenn ihr jetzt Angst habt, okay, scheiße, dann habe ich die Click-Valve-Ventile, aber mein Kumpel hat vielleicht gar keine Pumpe mit hier so einem Click-Valve-Pumpenkopf, da kann ich meine Ventile nicht aufpumpen oder auf der Tour habe ich eine Handpumpe und da ist nicht so ein Ding dran. Keine Sorge, die Dinger sind auch mit allen gängigen Pumpenköpfen kompatibel. Also mit allem, wo ihr euer französisches Ventil mit aufpumpen konntet, könnt ihr es auch mit hier machen. Eine Ausnahme zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, wer diese kleinen Designpumpen hat, wo man diesen Schlauch aufschraubt, das geht mit Click-Valve nicht. Außerdem gibt es neben dem Click-Valve-Pumpenkopf auch einfach einen Adapter, den ihr in eure Pumpe vorne reinstecken könnt, festmachen und dann funktioniert das auch alles richtig gut. Ich bin die Dinger jetzt an zwei von meinen Bikes schon ein bisschen länger gefahren und bin soweit echt happy. Also gerade diese einfache Einrastfunktion hat mich echt überzeugt. Es geht sehr gut mit dem Adapter oder hier mit dem Click-Valve-Pumpenkopf. Den kann man auch einfach an jeder Pumpe montieren, die einen Schlauch hat. Das ist wirklich einfach. Und so ist insgesamt diese ganze Montage von dem Click-Valve-System ist gar kein Problem. Auch wenn ihr jetzt sagt, okay, ich fahre aber Dunlop-Ventile oder Autoventile, habt vielleicht am Citybike ein Dunlop-Ventil oder ein Autoventil dran. Auch da gibt es Umrüstset, wo man einfach diesen Click-Valve-Ventilkern nachrüsten kann. Ich hatte während dem Test jetzt absolut keine Probleme mit den Ventilen, solange ich in dem Click-Valve-Ecosystem geblieben bin. Mit anderen Sachen, das Aufpumpen hat auch immer richtig gut funktioniert. Was aber manchmal ein Problem war, war die Luftdruckprüfanzeige. Also bei meiner Standpumpe zum Beispiel hat es super geklappt. Die hat direkt den richtigen Luftdruck im Manometer angezeigt. Bei meinem Kompressor mit normalem Pumpenkopf hat es aber nicht geklappt. Der hat deutlich zu hohe Werte angezeigt, auch bei einer anderen Standpumpe. Was ein bisschen interessant ist, als ich dann den Kompressor mit einem Click-Valve-Adapter dazwischen geschaltet habe, also an den normalen Pumpenkopf, den Click-Valve-Adapter und dann aufs Ventil, haben die Werte wieder gepasst. Also solange man in diesem Click-Valve-System bleibt, ist alles top. Auch mit einer Handpumpe aufpumpen hat super geklappt. Dabei ist mir einmal der Ventilkern abgebrochen. Blöderweise das Ventil war nachher noch funktionsfähig. Also die Ventilfunktion war gegeben, aber die Technik lag so offen und frei. Und wenn man sie leicht berührt hat, ist direkt Luft rausgegangen. Ich konnte die Tour noch zu Ende fahren, ist trotzdem ärgerlich. Ich habe jetzt den Pumpenkopf beim Pumpen schon festgehalten und da jetzt nicht übelst die Scherkräfte drauf gegeben. Also ich war schon ein bisschen überrascht, dass das passiert ist. Aber es ist mir nur einmal passiert, also hoffe ich, dass das ein Einzelfall ist.
Was nicht ganz so einfach und unkompliziert verlaufen ist, wie jetzt das Aufpumpen und so weiter mit dem Klickwellsystem war, ich benutze immer Luftdruckprüfer, um halt meinen genauen Luftdruck zu checken. Und da ist die Kompatibilität noch nicht so 100% gegeben. Also mit meinem Topic-Luftdruckprüfer, die ich eigentlich immer benutze, hat es nicht geklappt. Mit dem Ding von Schwalbe hat es sehr gut geklappt. Man muss allerdings relativ präzise dann treffen. Und was auch gut geklappt hat, ist Topic in Kombination mit einem Klickwell-Adapter. Also man kann den Luftdruck vernünftig prüfen, aber es ist halt einfach nicht so einfach und problemlos, wie das Aufpumpen bei dem Klickwell-System ist. Also der Punkt ist da noch nicht vereinfacht und deswegen fehlt da meiner Meinung nach noch ein Luftdruckprüfer oder mehrere Luftdruckprüfer direkt diesen Klickwell-Kopf haben und dann ist das, denke ich, eine super Sache. Ich bin mir sicher, dass der kommen wird. Ich habe auch schon munkeln gehört, dass da was kommen wird, aber wenn man da noch einen Luftdruckprüfer hat, der direkt in dem Klickwell-System ist, dann passt's. Was auch noch so ein Punkt ist, wir sind ja von französischen Ventilen gewöhnt, dass man relativ einfach die Luft ablassen kann. Also kannst du einfach mit dem Finger draufdrücken und die Luft kommt raus. Und beim Klickwelve ist halt das System so ein bisschen weiter drin. Das heißt, ich muss hier mit dem Fingernagel arbeiten oder mit einem kleinen Stöckchen. Das ist einfach nicht ganz so easy, wie es beim französischen Ventil ist. Insgesamt denke ich aber, dass Schwalbe mit den Klickwelve-Ventilen richtig viel richtig gemacht hat. Und wenn es zukünftig noch einen Luftdruckprüfer in diesem Klickwelve System prippt und vielleicht auch Handpumpen, die direkt mit diesem Pumpenkopf kommen, wovon ich stark ausgehe, dann spricht für mich eigentlich nichts dagegen, warum sich die Schwalbe Klickwelf-Ventile nicht als neuer Standard im Fahrradsegment etablieren sollten. Die Dinger funktionieren super gut beim Aufpumpen, das macht es einfach deutlich einfacher. Die Nachrüstung ist absolut überhaupt kein Problem für jeden zu erledigen, es kostet nicht viel Geld und die sind rückwärtskompatibel. Also für mich sind die Klickwelf-Ventile definitiv eine coole Sache. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu den Ventilen habt, stellt sie gerne einfach in die Kommentare. Ansonsten verlinken wir auch wie immer den ausführlichen Test auf MTB News. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal.